Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei QSO4U Tech. Heute mit einem Security-Thema. Wer hätte das gedacht? IT-Security mal wieder bei QSO4U Tech und diesmal durch eine Zuschauerzuschrift. Erstmal vielen, vielen Dank für den Hinweis zu dieser aktuellen Geschichte und da sind wir euch immer sehr verbunden, wenn ihr uns sowas zuschickt. Allerdings schreibt bitte noch dazu, ob wir euren Namen erwähnen dürfen oder nicht. Ich mache das jetzt erstmal nicht, weil ich weiß ja nicht, ob du das überhaupt willst, dass ich deinen vollen Namen hier erwähne. Genau, wie gesagt, Zuschriften, Hinweise über Viren, über irgendwelche Phishing-Angriffe immer gerne an redaktion@qsofio.com schicken und wir gucken uns das an. Und in dem Fall war es wirklich ein Volltreffer. Was ist passiert? Was ist gerade im Netz unterwegs? Ich habe das Ganze mal hier ein bisschen natürlich anonymisiert. Der Empfänger ist hier nicht mehr zu sehen. Das ist eine E-Mail, die gerade so verschickt wird mit dem Hinweis, dass eine Zahlung bei Amazon.de abgelehnt wurde. Die E-Mail sieht wirklich täuschend echt aus. Man sieht hier auch das Amazon-Logo. Man sieht hier eine förmliche Anrede, keine Rechtschreibfehler. Bei der Anrede könnte einem vielleicht ein bisschen auffallen, es wird niemand direkt angesprochen, also einfach nur Damen und Herren. Das ist schon so der erste Punkt, wo man vielleicht hellhörig werden könnte und wo man auch hellhörig wird, vielleicht als ja etwas erfahrener Benutzer, dass das Ganze alles eine Bilddatei ist. Man sieht es hier schön, ich kann das hier so ein bisschen wegziehen und keinen Text markieren. Also das ist alles eine Bilddatei, die geladen wird und die wird noch nicht mal in die Mail mit reingepackt als Code oder ja eben direkt als Anhang hochgeladen, sondern die wird von einem externen Server auch noch abgerufen. Also von daher, das ist eigentlich ja doppelt dubios an der Stelle. Also man sieht auch hier wieder, man kann sowas eigentlich merken und das ist auch das, was ich in den Awareness-Trainings mit Mitarbeitern oder mit Leuten immer vermitteln möchte, dass man eben sowas auch erkennen kann und es ist auch immer wieder, es ist fast immer wieder das Gleiche und hier auch wieder, man hat keine direkte Anrede, man bekommt den Hinweis, dass das Benutzerkonto eventuell deaktiviert wurde aus Sicherheitsgründen. Und ja, das Ganze wirkt dann schon ein bisschen dubios und auf unserer Firewall, auf unserem Mail-Gateway ist das Ganze sogar schon als Spam erkannt worden. Das ist halt natürlich wieder mal Glückssache, das hängt natürlich auch vom Hersteller dieses Gateways oder vom Hersteller allgemein ab, welche Dateninformationen der hat. Der hat allerdings das Ganze scheinbar schon erkannt, dass es sich hierbei um einen Phishing-Angriff handelt. Genau. Ansonsten hier unten sieht man auch noch Copyright, die ganzen Links übrigens funktionieren hier unten nicht, also AGBs, Datenschutz, Impressum, Cookies oder so, das geht alles nicht. Daran könnte man auch schon merken, dass da irgendwas faul ist, oberfaul. Wenn ich den Link dann allerdings noch anklicke, das machen wir mal ganz fix, dann lande ich hier auf einer Website, die im ersten Moment auch aussieht wie Amazon. Wenn ich dann allerdings mal wieder nach oben gucke in meine Adresszeile, wird mir auffallen, das ist gar nicht Amazon. Das ist einfach irgendeine Domain auf .com, noch nicht mal SSL verschlüsselt. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt von der, vom Aufbau her der Seite, es funktioniert kein einziger Link. Jeder Link, der hier angeklickt wird, ist tot. Da funktioniert gar nichts. Und wenn man sich mal anguckt, wo der hinleitet, naja, der leitet immer wieder auf diese Domain. Da passiert gar nichts. Auch hier oben die Werbung und das wird alles von der Seite ausgeliefert. Aber es sieht wirklich täuschend echt aus. Und ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank haben die Browserhersteller mittlerweile erkannt, dass man vielleicht bei sowas warnen sollte. Und der Firefox macht das hier ganz schön. Man sieht, dass diese Verbindung ist nicht verschlüsselt. Natürlich weiß der Firefox jetzt nicht, dass es sich um eine Phishing-Seite handelt, denn im Google Safe Browsing, das ist so eine Datenbank, da sammelt Google Phishing-Seiten, das benutzt auch zum Beispiel Firefox, da ist diese Seite noch nicht drin. Also ihr seht, das ist alles ganz frisch, wir haben den Hinweis heute um 16 Uhr bekommen und jetzt nachts haben wir jetzt ein Video darüber gemacht oder mache ich gerade, also das ist wirklich ganz brandaktuell und man sieht auch, dass da noch nichts erkannt wird und die Seite lädt noch ganz normal. Ich hoffe mal, dass jetzt, wir haben das natürlich weitergegeben an diese Stellen, an die man das schicken kann, einmal AV-Hersteller habe ich einige kontaktiert und natürlich auch die Datenbank von Google Safe Browsing.
aber bisher ist da noch nichts passiert und man sieht hier, der Firefox warnt, dass ich doch da bitte keine persönlichen Daten eingeben soll, aber wer jetzt zum Beispiel den Google Chrome benutzt, da ist dieser Hinweis noch nicht so offensichtlich platziert wie eben im Firefox. Gehen wir mal weiter, wir gucken mal ein bisschen auf die Domain. Die ist natürlich nicht SSL, obwohl sie das könnte. Gucken wir uns das mal an. Dann sieht das Ganze so aus. Also die könnte auch SSL. Warum die das nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Aber da sieht man auch wieder, das wäre auch kein Indiz dafür, dass die Seite sicher ist. Die lädt jetzt in SSL und hier ist auch ein Komodo-Zertifikat. So, zur Erklärung, wie kann sowas sein? Wie kann sowas funktionieren? Die Antwort kurz und bündig. Der Angreifer benutzt hier ein CDN. Ein Content Delivery Network von Cloudflare, so heißt der Anbieter. Und dieser Anbieter ermöglicht es kostenlos und auch weitestgehend anonym. Welche Informationen die genau haben, kann man immer schlecht sagen, aber weitestgehend anonym, sich dort zu registrieren, das Ganze vor seine Website zu schalten und die liefern auch SSL-Zertifikate aus, kostenlos, ohne dass man da irgendwas machen braucht. Es gibt mittlerweile ja auch zum Beispiel Let's Encrypt, das ist ja auch so ein Projekt, das kostenlos Zertifikate rausgibt, also auch ein Zertifikat an sich als solches ist kein Garant für eine sichere Website oder dass ich auch wirklich auf dieser Website bin. Es gibt natürlich Zertifikate, die eine gewisse Höhe haben, eine gewisse Wertigkeit. Das erkennt man immer daran, zum Beispiel wenn man auf seine Bankenwebsite geht und sieht dann links in diesem grünen Zertifikat auch den Namen der Bank. Aber die einfachen Zertifikate, die sind meistens einfach nur grünes Schloss, okay. Aber das heißt nicht, dass es auch wirklich der Server, die Bank, wie auch immer, der Anbieter ist, für den sich das Zertifikat ausgibt. Gut, so viel dazu. Das benutzt er, um das zu verschleiern. Also man kann auch nicht sehen, bei welchem Hoster der ist, weil davor liegt dieses Content Delivery Network von Cloudflare und die werden einen Teufel tun und werden da irgendwelche Informationen rausgeben. Das ist ganz schwierig, da dann ranzukommen. Nächste Geschichte, man könnte vielleicht sagen, okay, gucke ich doch mal, ob ich über die Domain was rausfinde. Man muss sich natürlich im Internet irgendwo registrieren, zum Beispiel bei DE-Domains wäre es jetzt die DENIC, wo man sich anmeldet. Und das gibt ja diesen Whois-Eintrag und da sind eben meistens dann die Besitzer der Domain registriert. Meine erste Vermutung war, okay, es könnte vielleicht ein gehackter Webspace sein. Dann habe ich überlegt, okay, naja, vom Namen her, ID-irgendwas, klingt dann auch nicht so nach einem gehackten Webspace, weil meistens sind es dann irgendwelche Firmenwebsites, die ein gehacktes WordPress, ein gehacktes Joomla oder irgendein Content-Management-System drauf haben, das einfach kompromittiert wurde. Dem ist aber nicht so, wenn man sich das Ganze mal anguckt, das ist eine Domain, die ist wirklich gemietet, gekauft worden, höchstwahrscheinlich, um solche Angriffe durchzuführen, weil da ist mit einem Anonymisierungsdienstleister gearbeitet worden. Das heißt also, man sieht nicht, wer diese Domain innehat, wer diese Domain gebucht hat. Das ist eine Digital Privacy Corporation, das ist so ein Unternehmen, wo man sich eben anonym solche Internetadressen registrieren kann. Also auch in die Richtung gesehen, hat man keine Möglichkeiten, da irgendwie an die Hintermänner von dieser ganzen Geschichte ranzukommen, als normaler Bürger. Aber es ist auch wieder ein Indiz dafür, dass da irgendwas wirklich oberfaul ist an der Stelle. Guckt man sich jetzt mal zum Thema Erkennung, guckt man sich mal an, welche AV-Hersteller das schon erkannt haben oder in der Datenbank haben. Viele haben ja mittlerweile ein Anti-Phishing-Modul drin. Die einen nennen so, die anderen so. Im Wesentlichen ist es bei jedem Hersteller nur eine Datenbank, wo eben solche bekannten Seiten geblacklistet werden. Hier sieht man ein erschreckendes Ergebnis. Ja, 0 von 64 haben das erkannt. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich aber die Realität. Das ist wirklich die nackte Realität, würde ich schon fast sagen, im AV-Business. Dass eben so eine Geschichte erst viel zu spät, gerade bei Phishing-Angriffen wird das einfach viel zu spät erkannt und das ist aber auch schwierig. Also ich möchte jetzt da nicht den AV-Herstellern den schwarzen Peter zuschieben,
weil sowas lässt sich halt auch wirklich schwierig erkennen. Aber wie gesagt, es ist noch nicht gemeldet worden und aktuell hat noch keiner der Hersteller reagiert. Ich habe jetzt mal, ich glaube, das waren so über 10 Hersteller, die ich kontaktiert habe. Es bietet ja auch nicht jeder Hersteller ja so ein Formular an, wo man sowas melden kann. Aber es waren um die 10 und es hat noch keiner das Ganze jetzt in die Signaturen gepackt und es ist bei keinem bisher verteilt worden innerhalb von 5 Stunden. Und es haben viele schon reagiert und haben geschrieben, vielen Dank. Das ist vermutlich mal eine ganz automatisierte Meldung, die da kommt. Vielen Dank, wir werden das prüfen. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Also zum Thema IT-Sicherheit und in dem Fall Virenschutz bei Phishing-Angriffen. Naja, schwierig. Schwieriges Thema. Gut, was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt hier einfach mal was eintrage? Wir können es einfach mal machen. Letztendlich werden die nie im Leben prüfen, ob das richtige Daten sind, die ich da angebe. Wenn ich zum Beispiel hier sage, Max Mustermann at mustermann.de und hier mal als Passwort, du bekommst meine Daten nicht. Und jetzt gehe ich hier auf Anmelden. Und ihr seht, also es wird nichts geprüft. Ich komme einfach weiter. Und jetzt wird es richtig spaßig. Jetzt wollen sie nämlich noch meine kompletten persönlichen Daten haben. Wir spielen es einfach mal alles durch hier. Max Mustermann. Und geben hier einfach mal irgendein Geburtsdatum an. 1900, naja, gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Seht, also das Webdesign ist jetzt nicht mal so verkehrt und es hat alles dieses Look and Feel von Amazon bis jetzt. Dann Musterstraße 4 und dann Musterdorf. Und dann machen wir hier einfach mal die und geben mal einfach irgendwas an. Sind es eigentlich Pflichtfelder? Mal gucken, was er macht. Okay, der will die Telefonnummer, will er unbedingt haben. Dann geben wir halt mal irgendwie 089 für München und dann irgendwas an und gehen jetzt auf Weiter und es frisst er. Und jetzt wird es richtig spaßig. Jetzt will er sogar meine Kontoinformationen noch haben und ihr seht, die schrecken nicht davor zurück, wirklich euch kacken dreist einfach mal zu fragen, was habt ihr für eine Kontonummer, was für persönliche Daten habt ihr. Die fragen hier sogar nach der Prüfziffer und nach dem Limit von eurer Kreditkarte. Also wenn ihr das alles angebt, dann habt ihr echt ein richtig fettes Problem. Also dann ist wirklich Vollzugriff auf eure Daten. Und ich gebe jetzt hier einfach mal eine Kontonummer an. Ich hoffe, die gibt's nicht. Und ich hoffe, da wird nicht irgendwie eine Plausibilitätsprüfung gemacht. Und der will hier auch eine Kreditkartennummer. Die kriegen den Rachen nicht voll, ne? Das reicht nicht, dass ich hier unten eine Kontonummer angebe. Die brauchen auch die Kreditkarteninformationen. Das sind wirkliche Frecker. Und hier mal irgendwas angeben. Die Prüfziffer. So. Limit machen wir mal 5000. Dann freuen sie sich vielleicht und merken dann, oh, da hat uns nur jemand verarscht. Okay. Also da wird sogar nach Plausibilität geprüft. Schade. Na, das gibt's doch nicht. Jetzt macht das, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt macht das hoffentlich. Also ihr seht, das Ganze ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich möchte gar nicht wissen, ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da drauf reinfallen und mir wird es dabei ganz anders. Wenn man jetzt hier mal auf Prime geht, Abschluss, was passiert da? Komme ich nicht hin. Okay, aber ihr seht, das ist ganz gut gemacht. Es reicht, denke ich mal, für die Demo. Fürs Erste reicht es, man sieht, was passiert. Und wir gehen mal ein bisschen weiter in das Thema, was konnte ich denn alles rausfinden? Denn bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Geschichte spielt nämlich ein großer deutscher Provider nämlich auch eine tragende Rolle. Und das ist, macht die Sache für mich sehr interessant und sehr brisant, nämlich die 1&1 Internet AG. Wie kommen wir jetzt zur 1&1 Internet AG? Wenn man sich nämlich mal den Mailheader anguckt. Das Teil wird bei jeder E-Mail mitgeschickt und da stehen dann so Informationen drin, wie zum Beispiel von welcher Adresse das verschickt wurde, aber auch die ganzen IP-Adressen von den Mail-Servern, die da involviert sind. Und wir sehen hier einen Mail-Server hier oben, der nennt sich einmal
Mount Kundenserver und dann haben wir drunter nochmal mrelay.eu@online.de ist die Adresse und wir haben hier mrelay.kundenserver.de. So, @online hat bei mir schon geklingelt, als ehemaliger 1&1 Kunde weiß ich, das ist eine Domain, die 1&1 Kunden anbietet. So, mrelay heißt der Kunden, heißt der E-Mail-Server. So, das Ding ist allerdings, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die erlauben, dass Kunden sich diese Adresse geben. Es könnte also irgendwas Internes sein, irgendein Test-Account oder irgendwie sowas von einem Admin bei 1&1 oder was auch immer. Das weiß ich nicht, das ist alles Spekulation und das sage ich gleich vorneweg. Wir haben 1&1 bereits kontaktiert, ich habe die Presseabteilung angeschrieben, wir haben derzeit noch kein Statement. Gut, es ist jetzt Richtung Wochenende, ich weiß nicht, ob die am Wochenende arbeiten. Da habe ich keine Informationen dazu und ich muss auch ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass wir die Presseabteilung von 1&1 kontaktieren mussten. Haben wir auf jeden Fall gemacht und ich bin gespannt, was da zurückkommt, weil für mich sieht das Ganze nämlich ultra dubios aus. Fakt ist auf jeden Fall, der Mail-Server, über den diese Mail verschickt wurde, bei allen Fällen, die uns bekannt sind, ist von 1&1. Definitiv. Das ist ein 1&1 Mail-Server und diese Adresse ist einfach so komisch. Wenn es jetzt irgendein Kunde gewesen wäre von 1&1, der seine Hans Müller, was weiß ich, handwerksbetrieb.de betreibt bei 1&1, dann kann man sagen, okay, der Kunde ist gehackt worden, okay. Allerdings, diese E-Mail-Adresse, die wirkt schon sehr offiziell und wirkt so ein bisschen nach Test-Account von irgendwelchen Admins. Deswegen haben wir da auf jeden Fall schon mal alle Register gezogen, haben gesagt, wir kontaktieren 1&1, damit die auch die Chance haben, da möglichst schnell einzugreifen und dazu auch Stellung zu beziehen. Deswegen, sobald ein Statement von 1&1 bei uns eingegangen ist, werde ich das natürlich hier auch öffentlich machen und wir möchten hier niemanden an den Pranger stellen, ganz im Gegenteil. Deswegen haben wir denen das auch sofort weitergegeben, damit die eben auch die Chance haben, das mit ihrer technischen Abteilung abzuklären und da Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ich weiß nicht, wie viel da das Volumen ist von dieser Phishing-Attacke. Man kann nur spekulieren, die Tatsache, dass das auch mit einem CDN ausgeliefert wird, mit einem Content Delivery Network, damit es auch möglichst performant beim Kunden oder ich sag mal beim Opfer ist, spricht halt auch schon für sich und wie gesagt, die Adresse ist auch dubios. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht da ist da irgendwas gefaked, wir gucken mal. Naja, ich habe dann mal mir die Arbeit gemacht, das ist übrigens nochmal die Domain, hier sieht man Cloudflare, Content Delivery Network und wenn man sich hier mal anguckt, der Mail-Server, über den das ausgeliefert wurde, ist definitiv von der 1&1 Internet AG und hier drüben sieht man dann jetzt mal die Absender-IP, die aus den USA kam und wenn man sich das Whois von dieser IP-Adresse mal anguckt, dann sieht man, dass die der Microsoft Corporation angehört. Jetzt könnte man sagen, okay, Microsoft, total seltsam, was ist denn da los? Ist Microsoft gehackt worden? Irgendwie, da würde ich den Ball ziemlich flach halten, denn Microsoft ist ja mittlerweile auch Hoster und die bieten natürlich auch über Microsoft Azure irgendwelche Dienste an und da kann jeder sich theoretisch einen Server mieten und da kann auch irgendein Kunde betroffen sein, über den dann diese Mail verschickt wurde. Es ist auf jeden Fall sehr seltsam oder es spricht auf jeden Fall für sowas, dass ein Kunde gehackt wurde oder benutzt wurde. Dafür, dass eben Microsoft hier drin steht. Wenn da jetzt stehen würde, was weiß ich, Telekom oder irgendein Provider im Festnetzbereich, dann kann man sagen, okay, das ist halt der Klassiker, ein infizierter Rechner, der zu Spam-Schleuder geworden ist. Und hier denke ich mal eher, dass es ein Hosting-System ist, das da benutzt wurde, um diese Mail zu verschicken. Das heißt also, man sieht einmal den Client, der war eben bei Microsoft im Netzwerk irgendwie aus irgendeinem Grund und der Mail-Server, der die Mail-Adresse bereitstellt, der liegt bei 1&1 und darüber wird das Ganze dann verschickt mit einer E-Mail-Adresse, die sehr offiziell klingt und da müssen wir einfach auf das Statement von 1&1 warten. Das ist aktueller Stand. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was erklären, auch hintergrundtechnisch, Hintergrundinformationen, die wir dazu erlangt haben. Genau, wie gesagt, das Statement steht noch aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass 1&1 antwortet, denn es wirft dann doch die ein oder andere Frage auf. Und wie gesagt, bleibt sicher, klickt nicht da drauf.
gebt das Video gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte weiter und dass da eben niemand drauf reinfällt und da seine Daten dort lässt, weil man kann natürlich sicher davon ausgehen, dass die Daten auf jeden Fall missbraucht werden. Warum sollen die sonst so erhoben werden? Ne? Also das ist schon mal so ziemlich sicher, dass da was mit passiert mit den Daten. Was da genau im Hintergrund passiert, kann man natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein gezielter Phishing-Angriff und das hat nichts mit dem Original-Amazon-Konto zu tun. Zum Schluss noch ein Tipp, den ich immer gebe eigentlich bei so einer Geschichte. Was macht man, wenn man die Vermutung hat, in dem Konto passt irgendwas nicht oder es ist wirklich was gesperrt worden? Dann gehe ich nicht über den Link in der E-Mail, sondern dann gehe ich einfach in meinen Webbrowser, gebe dort ein www.amazon.de, logge mich ganz normal ein und gucke nach. Und wenn da irgendwas gesperrt wäre, dann wird mich Amazon sofort darauf aufmerksam machen, wenn ich mich auf der Original-Website einlogge. Und den Tipp, den kann man eigentlich immer geben, generell, ob das jetzt PayPal ist oder irgendein anderer Online-Shop, der sich bei mir meldet und sagt, hey, mit deinen Bezahlinformationen, mit deinen Zahlungsinformationen, da passt irgendwas nicht, dann logge ich mich direkt auf der Seite ein und gehe damit auf Nummer sicher und tapp nicht in diese Falle. In diesem Sinne wieder ein langes Video, aber ein sehr, sehr wichtiges Video und in den nächsten Tagen kommt noch einiges. Ich habe schon im letzten Video gesagt, wir hatten eigentlich Sachen vorproduziert, jetzt habe ich das nochmal dazwischen geschoben und jetzt kommen auf jeden Fall noch ein paar andere Videos und es ist auch noch was geplant zu einer aktuellen Aktion von der CT, zu der CT Desinfect, die wir jedes Jahr eigentlich zeigen, seit 3 Jahren oder so mittlerweile. Da wird es auch wieder was geben, plus ein Giveaway, also freut euch da schon mal drauf und in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs of UTech.